Ich hatte noch etwas gefunden, was die Bandbreite heute oder gestern geteilt hat. Und zwar nach Wochen des massiven Aufstandes der Gebührenzahler wurde es manchen Medien zu bunt. Sie schlossen auf ihren Online-Seiten vorerst die Kommentarfunktion zum Krieg mit der Ukraine. So die FAZ oder heute.de. Auch tagesschau.de ist oft überlastet, weshalb bestimmte Meldungen nicht mehr kommuniziert werden können. Die Leser diskutieren in anderen Foren weiter. In einem aufschlussreichen Blog auf freitag.de liest man, es ist nämlich nicht die von Mittelstufenschülern durchschaubare Einseitigkeit der journalistischen Perspektive, die auf Mainstream-Medien noch meinungsbildend ist, es sind die Kommentare. Im Aufsichtsrat des ukrainischen Gasproduzenten beispielsweise, Burisma, sitzt kein einziger Ukraine mehr. Cheflobbyist indessen Hunter Biden, Sohn von US-Vizepräsident Joe Biden. Damit haben die USA mehr als einen Fuß in der für den Westen nunmehr offenen Tür der Ukraine. 49% des einträglichen ukrainischen Gastransportsystems gehören inzwischen den USA und der EU. Und was uns auch in den Medien nicht erzählt worden ist, dass zum Beispiel Gasleitungen und auch Raffinerien der Russen in der Ukraine auch beschlagnahmt wurden. Widerrechtlich einfach beschlagnahmt wurden. Russland hat dagegen mittlerweile auch rechtliche Schritte eingelegt. Ob die damit weiterkommen, wissen wir nicht. Aber das wird uns halt nicht erzählt. Und wie gesagt, die Kommentare werden immer mehr abgeschaltet und dadurch passiert halt ganz einfach auch ein Umgehen der Meinungsfreiheit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich solche Kommentare oder wenn ich solche Berichte lese in den öffentlichen Medien, dann interessieren mich eigentlich auch die Kommentare viel mehr. Was denken denn so die Menschen, die das dort lesen? Und ich kann immer nur wieder sagen, auch wenn Umfragen kommen, schaut euch mal die Umfragen an. Es hat sehr interessante Umfragen in den letzten Wochen gegeben. Und wenn man dann sieht, dass 80-90% der Bevölkerung, die dort mitgemacht haben, und das sind dann zigtausende, die dort abgestimmt haben, pro Russland sind, beziehungsweise gegen das Vorgehen des Westens, dann weiß man, dass es nicht so ist, wie man es uns versucht weiß zu machen. Man muss immer hinter die Kulissen zu gucken.